Wenn man kirchlich heiratet, geht man eine unauflösliche Ehe ein. Das kirchliche Eherecht kennt Rechtsauffassungen, die anders sind als im bürgerlichen Gesetzbuch. Steffen Engler untersucht diese Rechtsauffassungen in Bezug auf die Ehe. Er promoviert in Kirchenrecht. Im Kirchenrecht ist das oberste Gesetz das Heil der Seelen. Und entsprechend findet sich im Recht alles, was aus Sicht des Gesetzgebers für das Heil der Seelen wichtig ist. Staatliche Ehescheidungen sind für das Heil der Seelen schlecht. Weil die Ehe als unauflöslich definiert ist, bedeutet ein Partnerwechsel Geschiedener für die Kirche Ehebruch. Einzige Lösung besteht darin, die Ehe nicht zu scheiden, sondern, das würde ja dem Grundsatz der Unauflöslichkeit widersprechen, sondern festzustellen, entgegen dem äußeren Anschein hat die Ehe von Anfang an nicht existiert. Der Schein kann bei einer Hochzeit trügen, sagt die Kirche. Etwa, wenn ein Partner beim Heiraten gegen die Eheregeln verstoßen hat, weil er zum Beispiel dachte, die Ehe könne wieder aufgelöst werden oder er müsse nicht monogam sein. Dann wäre eine Ehe im kirchlichen Sinn nicht zustande gekommen. Um dies festzustellen, betreibt die Kirche ein Ehenichtigkeitsverfahren. Und da kann dann eben festgestellt werden, lagen zum Zeitpunkt der Eheschließung alle Voraussetzungen vor, dass eine Ehe, der Fachbegriff ist gültig, zustande kam. Zentrum der Forschungen Steffen Englers ist ein Argument, das für die Gültigkeit einer Ehe von großer Bedeutung sein könnte. Ich forsche daran, was der persönliche Glaube der Brautleute zur Gültigkeit der Ehe beiträgt. Diese Frage beschäftigt die Theologie schon lange, angefangen beim Zweiten Vatikanischen Konzil, auch schon vorher. Und Johannes Paul II. Hat eine eigene theologische Kommission eingesetzt. Und Benedikt XVI. Und Franziskus führen das fort. Papst Franziskus ist davon überzeugt, dass ein Großteil katholischer Ehen sich bei genauerem Hinsehen als ungültig erweisen könnte. Diese These wird nicht nur vom derzeitigen Papst vorgetragen, sie wird von einer Reihe von Kirchenrechtlern vorgetragen. Auch der Vorgängerpapst Benedikt XVI. Hat gemutmaßt, dass viele eine ungültige Ehe eingehen, was auch immer er mit viele meint. Ungeklärte Eheverhältnisse sorgen im kirchlichen Dienst oft für Probleme. Denn die Kirche will niemanden beschäftigen, der gegen ihre Regeln verstößt. Würde man solche Leute gewähren lassen, könnte ja der Eindruck entstehen, mit der Unauflöslichkeit der Ehe nimmt die katholische Kirche ja dann doch nicht mehr so genau. Also an dieser Stelle werden dann kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Gefahr für die Glaubwürdigkeit wahrgenommen. Wenn die Betroffenen aber gar nicht gültig im Sinn der Kirche verheiratet waren, wären Probleme mit ihrer Glaubwürdigkeit vom Tisch. Papst Franziskus hat seinen Worten Taten folgen lassen und das Nichtigkeitsverfahren vereinfacht. In einem Lehrschreiben hat er außerdem wiederverheirateten Geschiedenen die Möglichkeit eröffnet, zur Kommunion zu gehen, selbst wenn die Nichtigkeit ihrer vorangegangenen Ehe noch nicht bestätigt ist. Einig ist man sich in dieser Auslegung weltweit nicht. Dennoch ist aus meiner Sicht hier zumindest eine Entwicklung angestoßen worden. Inwieweit das Vorpreschen des Papstes auch arbeitsrechtlich in Deutschland von Belang ist, kann man noch nicht absehen. Ziemlich sicher scheint es aber, dass mehr Geschiedene die kirchlichen Gerichte aufsuchen werden, um die Gültigkeit ihrer Ehen überprüfen zu lassen. Das sehe ich als meine Aufgabe, daran zu forschen, inwiefern die Möglichkeiten eventuell noch erweitert werden können. Welche Rolle kommt dem persönlichen Glauben der Brautleute zu? Gibt es hier theologische Überzeugungen, die noch nicht im Recht implementiert sind? Und wenn ja, wie könnte hier eine Rechtsänderung aussehen? Die Kirchenrechtler sind in ihren Äußerungen vorsichtig. Trotzdem hat es den Anschein, dass nach dem Staat auch die Kirche ihre Vorstellungen von Ehe auf den Prüfstand gestellt hat.